Gitte Mörstedt, ich bin Vorstand des Tourismusvereins Schmiedefeld am Rennsteig. Wir befinden uns heute hier auf dem Sportplatz in Schmiedefeld und begehen heute dieses Schneeskulpturenfest. Es ist unser Winterzauber mit Schneefigurenbau und Essen, Trinken, guter Unterhaltung. Und Sie sehen, hier ist alles voller Menschen. Die Menschen sind glücklich, bauen Figuren und freuen sich über die Sonne. Es ist wunderschönes Wetter hier. Mindestens 20 Figuren sind hier zu sehen und es war heute auch richtig schwierig für die Jury, die Besten auszusuchen, weil irgendwie alle sehr schön sind. Und der Schnee war heute auch sehr günstig. Es ist völlig zwanglos und es kann auch jeder kommen. Es muss keiner ein großer Künstler sein, sondern wir machen das eigentlich hier zum Spaß und zur Freude. Wir machen aus diesen Gründen auch 3 Kategorien. Wir machen für Gäste, die am weitesten angereist sind, für Kinder, für Familien. Und wir haben so den Eindruck, sie sind aus der Region, aus der Umgebung, aber auch viele von außerhalb. Berlin zum Beispiel. Von Berlin und noch weiter weg, also was man so gehört hat, und aber eben auch viele Menschen aus der Region. Also es wird sehr, sehr gerne angenommen und ja. Es war ja in den letzten Jahren auch immer verteilt auf 2 Tage, der Samstag und der Sonntag. Und dieses Jahr haben wir es nur auf den Sonntag gelegt und es ist Wahnsinn, was heute hier abläuft. Es ist richtig schön. Kuchen, Kaffee, alles schon, ist alles verkauft. Wir mussten Bratwürste nachholen, also es wurde ganz, ganz viel verzehrt und die Leute haben das alles wunderbar angenommen. Hier ist ein Traumwetter, wir haben ideale Bedingungen zum Schneefiguren bauen. Man kann die Winterwelt am Skihang besuchen, man kann wunderbar die Strecken, die Loipen benutzen. Wir haben ganz viele Kilometer gespurte Loipen und es ist einfach ein Traum. Kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns, wir freuen uns. Was hast du für den Preis gewonnen? Ein Pokal. Den ersten Platz haben wir gewonnen. Genau. Was hast du gebaut? Ich habe eine Prinzessin mit dem Schloss gebaut. Ja, super. Halt mal den Pokal richtig hoch.